Hallo Leute und herzlich willkommen auf Kartoschka TV. Ich bin's, der Marcel. Meine Damen und Herren, heute haben wir mal wieder einen Vlog für euch. Alter, seit langer Zeit haben wir es, ne? Ja. Mit seiner Kamera, die ich mir nicht leisten kann. Ja. So, ja, heute spazieren wir durch, ne? Dingesbühl. Ja, aber ich zeige mich natürlich nicht. Mein Haus. Ja, und ihr meins. Hier. Das sind noch die anderen Spassen. Hey. Simon kennt ja auch noch aus einem Video. War auch dabei. Lassen Strohmeier könnt ihr gerne auf Instagram, okay. Auf Instagram folgen. Genauso wie ihr ihn jetzt genannt habt, ist er auch in Instagram zu finden. Genau. Oh, warte, jetzt muss rauskippen. Können wir das? Nee, oder? Nein, können wir nicht. Nein, schon zu spät. Was gesagt wird, bleibt doch. So, jetzt seid ihr da draußen gefragt, ne? So. Ja. Sehe ich gut aus. Ah, nee. Also, heute ist mal wieder so ein richtiger geiler sonniger Tag. Ja. Darum habe ich auch meine kurze Hose. Deswegen habe ich meinen Pulli an und meine lange Hose. Alter, zieht euch meine kurze Hose. Zieht doch meine lange Hose an. Fresh. Das sind alles die Opfer. Richtige Vollidioten, wir haben beide schwarze Hosen an. Ja, echt so. Gar nicht warm. Oh, schwarze Hose. Hey, ist schwarz nicht eigentlich so eine Farbe, die so noch wärmer macht? Ja. Keine Ahnung, also ich hab's mal so gehört. Ja. Ja, ne? Genau, scheiße. Falscher Tag für die Avex. Deswegen kauft ihr kein schwarzes Auto. Ja, eigentlich perfekt. Gummischuhe. Beispiel, kein schwarzes Auto. Das zeigen wir lieber nichts. Ah, alles klar. Alles klar. So, ja. Da wir in der letzten Zeit so überhaupt keine Ideen hatten, so videomäßig. Also ich war zu inkompetent, ne? Um irgendwas rauszusuchen. Ne? Ja. Mensch Nikolai! Mann, ich ja, oh Mann, bist du mal nicht inkompetent, hä? Sei mal einmal kompetent. Nee, ich hatte einfach keine Idee und der Marcel auch nicht. Der Max auch nicht. Der ist heute auch nicht dabei. Ja, weil wir haben dann bald einen anderen Drehtag. Wann ihr den? Der Tag, wo wir das Video reinstellen, bleibt immer noch gleich. So verändert sich einfach nichts bei uns, wisst ihr. Also ja. Es kommt immer noch am Freitag jedes Mal ein Video. Und ja. Ja. Ist eigentlich ganz ähnlich. So sieht es eigentlich aus, ne? Bummi on the road. So. So. Hey. Ho. Ho. Let's go. Wie ging das? Ho, ho. Hey, ho. Let's go. Hey, ho. Let's go. Ja, wir haben da so uns einen Tanz. Zu diesem Beat. Das haben wir jetzt nicht Tanzen noch mal. Nee. Klar müssen wir den tanzen. Nein, wir müssen gar nichts. Wir sind YouTuber. Oh! Zum Glück haben wir das Scheiße, nicht gehört. Mann. So Leute, und dann sind wir ganz und ganz woanders. So, jetzt halt sind wir gleich in der Altstadt. Wir haben uns so überlegt, lass doch einfach zur Eisdiele gehen, hinhocken, ein bisschen reden, Eis essen. Den haut's einfach hin. Was? Ah, Gott. Naja. Oh shit, oh shit, jetzt kann ich rankommen. Fuck. Naja. Ja. Also fuck off. Leute, ihr seid jetzt da draußen gefragt zu. Also, haben wir uns überlegt, ja. Uns fallen überhaupt keine Ideen ein. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Wie ihr gehört habt. Haben sie nicht gehört. Na. Haben sie nicht gehört. Also schreibt in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt für Challenges. Bei uns. Fallen euch nichts mehr ein. Ja. Das ist Alter. Scheiße. Seht euch diese Altstadt, ja. Bars, Alter. Oh. Altstadt. Ja, Mann. Alter, aber mit diesen Häusern sind da weißt du, alles so altstadtmäßig, dann kommen die ein paar Häuser, dann die fünf Häuser, frisch renoviert alles, Alter. Ja, das eine, die zwei Flachdachhäuser sind so hässlich. Ja, du musst dir mal vorstellen, alles Altstadt. Und dann kommst du zu solchen Häusern. Ja.
Die lässt dann über Altstadt, über die schönste Altstadt Deutschlands. Nein, Nürnberg schöner. Niemals, Alter. Alter. Guck hier mal. Ey, das meinst du vielleicht bloß du. Dinkest du? Ist die schönste Stadt Deutschlands. Ja, echt so. Echt so. Die schönste Altstadt Deutschlands. Da wohnen wir. Krass. Jo, da ja, wohnen wir. Im Alter, ja, richtig geil. Aber hier gibt's nichts Schönes. Also nichts Geiles. Ja. So wie. Einkaufszentrum. Heute haben wir doch einen, also nicht ich, sondern ich musste aufräumen, also im Pausenhof, ne, weil ich wieder Scheiße getrieben habe in der Schule. Und die suchten einen Candy Shop. Ey, ja, genau Candy, das jetzt. Zeig uns mal einen Candy Shop hier. Der ist einfach vorne am Wörnitztor. Ja, wir haben bloß einen Baum. Kenn nicht. Hey, kennt ihr den nicht? Der ist da beim Friseur. Ja, ich zeig ihn euch da. Nein. Der ist einfach vorne am Wörnitztor. Ja, den habe ich auch jetzt letztes Jahr rausgefunden, als ich zur Schule heimgefahren bin. Ich habe es gestern herausgefunden, wo ich mit Sean und sowas draußen war. Ach, lol. Und dann war der kleine Bruder von Justin da. Und der hat gesagt, der hat eine Box dabei, so mit Süßigkeiten. Und dann fragte ich so, hey, was ist der? Und der hat gesagt, was ist der? Und dann hat er das uns gezeigt. Und jetzt einfach zwei Häuser so von mir. Zwei Häuser hier, nicht das rein. So kann man das Video auch gestalten, über Candy Shop. Da gibt's so geile Sachen. Keine Schleichwerbung, kauft euch. So Leute, jetzt sehen wir uns dann gleich an Eisdealer. Jo Leute, jetzt sind wir mit dem Eis Underground. Ich hab Mango, Zitrone. Er hat. Ich habe Haselnuss, Pfirsich, Joghurt und Mango. Erzähl halt noch eine halbe Stunde. Also ich hab Tiramisu und einmal Banane. Ich hab Schokolade und Bubblegum. Mm. Oh. Alles klar. Ja. Geiles Eis. Und wir chillen uns jetzt eine Runde. Oh shit, Alter. Das schmeckt auf jeden Fall sehr nice. Da gibt's jetzt eine neue Eisdiele und da sind wir jetzt reingegangen. Was? Okay, an. Sind wir jetzt einfach reingegangen? Läuft auf jeden Fall. So Leute, schreibt in die Kommentare rein, was ihr so an so sonnigen, schönen Tagen macht. Wäre richtig nice. Hey, wie viel soll ich denn noch in die Kommentare schreiben? Alles mögliche. Roman. Sollen gleich einen Roman schreiben? Komm, schreibt einen Roman, ihr Leute, in die Kommentare. Ist einfach viel geiler. So, eure Lebensgeschichte oder so. Wenn ihr einen Roman schreibt, kommt mit ins Video. Ist so. Genau. Ja, Alter. Wenn euch sowas gefällt, schreibt es in die Kommentare. Ja, zeigt ihr, schreibt in die Kommentare. Schreibt nur einen Roman rein, bitte. Ja. Alles hey, kommt, Nikola, bring deine Frage, die du immer in der Schule bringst. Hattest du schon mal? Ich hab schon sowas gemacht. Hallo. Ich glaube, der ist dann auch, Schluss, ne? Ja. Weil sonst wird das Video euch zu lang und ihr habt keinen Bock mehr auf uns. Kein Schlange. Ne. Auf jeden Fall. Lasst ein Like da. Oh shit. Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt. Und kostenlos abonnieren nicht vergessen. Ja. Kostenlos. Kostenlos. Kostenlos und jetzt hat kommt die Endmelodie von Dustin. Bi 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 und ciao.